Und bei mir ist jetzt der Präsident vom FC Luzern, Rudi Steger. Ja, Rudi Steger, ein unglaublicher Abend. Wie haben Sie da heute mitgefiebert und mitgelitten? Es war brutal, von Anfang an bis zum Schluss. Wir haben natürlich Freude gehabt, dass wir so schnell in Führung waren und dass wir eigentlich ungefährdet den Sieg heimbringen konnten. Aber ein Sohn war natürlich immer zu Basel. Und am Schluss, das 4-3 in Basel fällt, war natürlich die Erleichterung gross. Und es war einfach eine unglaubliche Rückrunde. Und ich gratuliere der Mannschaft, ich gratuliere dem ganzen Staff. Das war sensationell. Und eigentlich unglaublich, die ganze Rückrunde. Man war letztes nach der Vorrunde und jetzt kann man sogar noch auf die Europa League hoffen. Unglaublich, oder? Ja, jetzt braucht es noch eine Basel, die im Cup noch zuschlägt. Und dann ist wahrscheinlich ein Traum, wo man nie hat gewagt zu träumen, wird wahr. Und das ist unglaublich. Ich glaube, wir sind in dieser Rückrunde, wenn nicht das beste, dann sicher das zweitbeste Team gewesen. Und da kann man nur der Mannschaft und dem ganzen Staff gratulieren. Das ist sensationell. Stichwort sensationell. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es in der neuen Saison so weitergeht. Wir haben jetzt noch die Altsaisonsfazit ziehend. Wie sieht das aus vom Präsidenten? Ja gut, das war für mich jetzt ein persönlicher Abschluss gewesen mit eben absolut fantastischen Rückrunde. Und ich meine, auf dem fünften Rang abzuschließen, das entspricht einer Zielsetzung. Und ich habe mir selbstverständlich nach der Vorrunde nie gewagt zu träumen, dass das noch möglich ist. Jetzt ist es möglich geworden. Und ich kann es nur noch einmal, ein drittes Mal sagen. Herzliche Gratulation dieser Mannschaft und dem ganzen Staff. Und ich glaube, man muss auch in den Fans heute ein Kränzchen winden. Unglaublich die Stimmung heute hier im Stadion. Ja, nicht nur heute. Ich denke, das ist ein riesen Kompliment an alle Fans. Und ich kann nur danken für die Loyalität, für die Unterstützung durch die ganze Saison durch. Und ich muss sagen, in schlechten wie in guten Zeiten, das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin wahnsinnig stolz auf die Fans von Luzern. Also, und jetzt hoffen wir natürlich, dass die Mannschaft zusammenbleibt möglichst. Alain Weiss geht weg. Können Sie schon irgendwelche News verkünden, wie es mit anderen Spielern aussieht? Ja, das wäre jetzt eine Frage, die man dem Sportchef oder dem Trainer stellen kann. Selbstverständlich, wir sind dran, die Mannschaft nimmt Formen an. Jetzt braucht es ein bisschen Geduld. Jetzt braucht es ein bisschen Geduld. Und ich hoffe, wir werden möglichst mit der vollzähligen Mannschaft können das Sommertraining aufnehmen und sicher mindestens so stark in die neue Saison starten. Okay, wir sind gespannt, wie das neue Gesicht vom FC Luzern aussieht und wo es eventuell durchgeht in Europa. Oder? Das wäre doch auch noch ein sensationeller Abschluss. Danke vielmals und herzliche Gratulation, Rudi Steger. Merci. Soweit also der Präsident vom FC Luzern. Jetzt haben wir den Ball noch die beiden Trainer hier bei uns. Und wir möchten natürlich noch gerne den Alain Weiss vor das Mikrofon bekommen. Wenn wir es schaffen, dann haben wir ihn hier in wenigen Augenblicken.